Es ist für mich noch immer die größte politische Leistung, die sie je in Europa gegeben hat. Nur wenige Jahre nach dem Krieg haben sich die Gegner von Eins zusammengesetzt und zunächst die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gebaut, dann die Europäische Gemeinschaft und schließlich die Europäische Union. Wir alle haben profitiert davon und wir alle haben aber eine große Verantwortung, nämlich dieses große Aufbauwerk eines gemeinsamen Europa in die nächste Generation hineinzutragen. Und dafür müssen wir vieles tun. Dafür gehört ein großes Stück Solidarität, Rücksicht nehmen aufeinander, Verständnis füreinander, miteinander arbeiten, aber auch sehen, wo die großen Zukunftsthemen sind. Das ist natürlich die Klimakrise. Das heißt aber auch, dass wir Menschen von anderen Kontinenten anständig behandeln müssen. Das können wir alles miteinander, dafür haben wir die Verantwortung. Das sind wir den großartigen Vorfahren, die das geschafft haben, schuldig, vor allem aber der nächsten Generation und den nächsten Generationen.